Servus liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, ich stehe da unten mit dem Kramer und ja, welcher Kramer? Das ist nicht der KA15, das ist der KL300 und ich bin dabei, die neue Erbsensteckmaschine auszuprobieren. Wer es war, ich habe letztes Jahr eine neue Maschine gekauft, der Stoll. An Vollautomaten. Wir haben gestern erst Einsatz davor gehabt, aber es hat uns noch nicht so recht überzeugt. Grundkönzer, Bodenbearbeitung vielleicht nicht optimal gewesen, eventuell nicht tief genug und eventuell nicht fein genug. Deswegen habe ich jetzt heute noch einmal gefräst, das habe ich nicht gefilmt. War aufwendig im ersten Kriechgang, oder im ersten Gang in der Untersetzung, müsste man eigentlich sagen, weil Kriechgang habe ich nicht. Und ja, schön mit Nenndrehzahl und gib ihm. Ja, so habe ich das gemacht. Das hat funktioniert. Es ist ein bisschen feiner geworden. Das Ergebnis von gestern, das sehe ich da. Ja, kann auch schön Äpfelreiher. Schlecht käufelt, muss man teilweise händisch noch mal nachhäufeln. Sind recht klein an dem. Suboptimal. Sollte eigentlich nicht so sein. Ja, das ist die Maschine. Da ist der Kramer. Es sind natürlich da jetzt modsmäßig ein Brocken drin, wie man sieht. Die sind knüppelhart. Da unten habe ich den Versuch gemacht mit der Kreiseladen. Da bin ich einmal hier und einmal her gefahren. Die drückt aber die großen Brocken mehr in den Boden rein. Und ja, die Baggerwalzen verdichtet es dann. Ich habe dann mit der Kreisladen aufgeben und habe dann mit der Fräse noch einmal, war aber wahrscheinlich nicht tief genug drin und durch das, dass es verdichtet war, war es halt nicht optimal. Man sieht, es sind ein Haufen so großer Brocken drin. Deswegen, wir haben gestern da 6 Reiher Belana rein, also Frühkartoffel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die da, du siehst ja schon, der Haufen ist schlecht. Ganz einfach, ich bin da vorhin mit der Fräse gefahren, oberhalb, da hat es dann ein wenig zugeschüttet. Deswegen bin ich da zu Fuß einmal gelaufen und vielleicht sieht man es da so ein bisschen die leichter bauen. So eine Führungslinie, wo mein Äpfel dumm ist. Ja, ich bin jetzt mit der Fräse noch mal durch. Ihr seht, es ist immer noch recht grob. Es ist aber deutlich weicher, also wenn ich jetzt da drauf steige, ich sink richtig ein. Das habe ich unten überhaupt nicht gehabt. Jetzt sink ich richtig ein mit den Schuhen. Also, ich gehe unter. Ist tief bearbeitet. Es ist feiner. Das Hauptproblem da dran, das war halt das da so. Da war Gras gestanden. Also das da. Was der da sagt. Hallo Fritz! Der Fremakade, der immer mal bei uns vorbeischaut. Oder eigentlich immer. Und mal die geschmust. Heißt Fritz, der ist scheu, aber naja, einen Namen hat er gekriegt. Ja, da war auf jeden Fall so Graszeug da. War ja da auch gestanden. Das habe ich rumgeackert. Floch rumgeackert, also 12 cm oder so, und habe es dann ja, mit der Aden erst einmal glatt gezogen, dass das da ein bisschen so verwegen konnte. Sieht man ja, macht es ja auch. Also grün ist nicht mehr, es stirbt ab. Das Ganze habe ich dann, wie gesagt, einmal gefräst, aber du kriegst halt sowas da nicht klar. Das sind halt so richtig ein Wurzelbüschel und ja, die sind von der Größe, dass er halt genau zwischen die Fräszinken durchgeht. Der eine kommt von da, der andere von da und dann fällt halt so ein Ding durch. Dann müssen es 20 mal drüber. Es ist halt suboptimal. Es ist weniger das Gras um drauf, es ist eigentlich mehr das Wurzelzeug, was da ist. Man sieht es, das sind lauter so feine Wurzeln, die halten einen Haufen Erden fest. Da sieht man es vielleicht besser. Also wer jetzt dann sagt, ich hätte mulchen sollen, erstens einmal, wo das Gras deutlich niedriger gestanden, wie ich geackert habe, da war die Höhe ja gar nicht erreicht. Und das zweite ist, wie gesagt, der Boden ist nass. Und was halt da dann zwischen die ganzen feinen Wurzeln festgehalten, das sieht man es da. Also ich kann da schütteln und machen, aber es bleibt halt hängen. Da Regenwürmer haben wir einen Haufen drin. So ist es nicht. Du hast zum Beispiel auch nicht daheim. Aber die Dinge da, die sind halt, ja. Gut, die habe ich halt massenhaft. Ja, und das macht es halt recht brockig. Suboptimal für Äpfel. Ja, mei. Das sind halt so die Gegebenheiten, die man hat. Da sieht man nochmal die Spuren. Hau ich ein wenig auf. Heftig. Deutlich weicher. Ja, es sind halt so die Gegebenheiten, jedes Jahr ist anders.
Das eine Jahr ist zernost, das andere Jahr ist zertrunken, das eine Jahr stoppt, das nächste Jahr nicht. Ich habe im letzten Video gesagt, ich habe mir den KA15 ein wenig kaputt gemacht. Ja, vielleicht mal einen Ölwechsel machen, solange er läuft, muss man auch mal fahren. Vorher habe ich gesagt, ja, muss man jetzt probieren und ja, schlimmstenfalls muss man halt Kolben und Büchsen tauschen. Ich habe nämlich zuerst mit dem gefräst gehabt, weil das habe ich schon mal gemacht, hat wunderbar funktioniert. Allerdings waren da die Gegebenheiten auch anders, da wurde Boden da mal zerdrücken, stabig. Und da ist er eigentlich gut damit zurechtgekommen. Und der Boden, der war aber feucht, sieht ja da, ist ja dunkel. Der war relativ feucht, schwer. Dann durch das Wurzelzeug da, ist sowieso recht schwer. Naja, und ich habe gefräst gehabt und da oben hier, wo fast das Feld aufhört, also das ist das Erbsgebiet, oder? Ja, die letzten zwei Bahnen, da ist er mir dann, ja, ich habe ein wenig früh abgesehen, wir sind ins Glied raus rein mit der Fräse, habe die Drehzahlrunde gezogen, bin auf die Kupplung drauf gesappt, oder Einfachkupplung, also sprich die hinten Fräse stehen geblieben, habe sie gleich ausgekuppelt und habe noch angekommen. Aber die Drehzahl ist immer weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter und aus. Also der ist eigentlich, wie wenn es halt vorne ausmachen, jetzt zu so ausgegangen. Und dann habe ich schon gehört, der hat gezischt wie Sau. Ja, ist vorne der Dampf rausgegangen. Der hat einen Überlauf dran und ja, da hat es halt gut rausgepfiffen. Naja, es kann jetzt ein Kolbenklemmer gewesen sein. Es kann sein, dass er einfach bloß, ja, vielleicht doch die Last dann zu groß war. Durch das, dass ich ja ein bisschen an die Hydraulik gekommen habe. Ich weiß es nicht. Kann, muss nicht, vielleicht. Ich habe dann ein wenig ausdampfen lassen und wie er nicht mehr gekocht hat quasi, da habe ich noch angelassen, habe noch ein wenig laufen lassen, dass er halt das Wasser durchspült, dass alles gekühlt wird. Ist soweit auch gegangen. Der ist wieder sauber angesprungen, ist wieder sauber gelaufen. Ich habe dann aber nicht mehr damit fertig gefräst, sondern bin heimgefahren, habe noch abgehängt. Also Ölstand ist normal. Wasserstand ist auch normal, hat sich nichts geändert. Ja, jetzt machen wir halt einmal einen Ölwechsel, vorsichtshalber, und dann muss man halt einmal gucken. Keine Ahnung. Also, ja, wenn es passiert ist, dass ich mir jetzt da einen Fresser draufgefahren habe, dann ist es so, weil, ja, ich meine, mit dem Bulldog wird gearbeitet und vielleicht mache ich teilweise Arbeiten, die man damit nicht machen soll. Ja, kann man darüber diskutieren, da werden jetzt dann wieder einige aufschreien, ah, oh, der schöne Bulldog, der hat doch noch nicht viel gemacht. Ja, 300 Stunden hat er circa drauf gehabt oder halt mit 300 Stunden am Motor schon. Kann passieren. Naja, der wird halt bei mir benutzt und der wird halt auch nicht wirklich geschont, gebe ich ja zu. Andere, die an den Bulldog kommen, die fahren halt damit einmal ein wenig spazieren oder ziehen einmal ein wenig Hänger spazieren. Ja, ich hänge halt an den kleinen 15 PS Bulldog die Fräse hinten noch, die halt eigentlich 30 PS braucht. Oder 28, wie der vorher immer sagt. Naja, so ist es halt. Aus Fehler lernt man. Gut, das eine Mal was drucken, das ist schön gegangen. Und das Mal was halt feucht und dann ist halt nicht schön gegangen. Was ich für die Zukunft fräsen, ist vielleicht für den kleinen da nichts. Gut, mit der Einfachkupplung sowieso nicht schön. Aber naja, dann wird er halt nicht mehr vor die Fräse gehängt. Dann kommt halt wieder der davor. Dafür ist er ja da. Aber ist halt die Faulheit manchmal. Da musst du erst das Auto wegfahren. Ja, hat man halt gedacht, ach, naja, das machst du auf die Schnelle, wie es das halt immer machst. Ja, blöd gelaufen. Naja, so ist es. Genau. Naja, jetzt machen wir mal einen Versuch. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Das wäre eigentlich ein Spiegel schon. Ich bin dann Spiegel drauf, dass ich den Liegevorgang überwachen könnte. Oder ein zweiter Person. Vielleicht frage ich mal meinen Vater, ob er noch mal Zeit hat. Oder ich mag es trotzdem mal an. Keine Ahnung. Ich will jetzt, wie gesagt, nur mal einen Versuch machen. Man sieht schon an das System. Der soll vorne mit dir. Ich weiß ja gar nicht, ob die überhaupt noch in Ordnung sind. Vielleicht sollten da mal noch, ja noch. Ich weiß nicht, wie die eigentlich ausschauen müssen, die Dinge. Der hat auch so Delle. Die sollen quasi einen Dom vorschneiden oder ein Luch vorschneiden und dann soll die Äpfel da reinfallen. Ich weiß nicht, ob die Dinge noch groß genug sind, vielleicht wollen da größere Radtelle drauf, vielleicht müssen die anders. Keine Ahnung, keinen Plan. Weil die Äpfel, die fallen ja einfach dann bloß in den Schacht rein und werden hinten zukäufelt. Sollte normalerweise funktionieren. Ob das da richtig ist, wie das ausschaut, ich weiß es nicht. Vielleicht können da größere Radelle noch, vielleicht waren die ursprünglich einmal deutlich größer, vielleicht waren die vom Umfang her ein wenig höher. Ich weiß es nicht, vielleicht haben die außen irgendwelche Zacken drauf gehabt, vielleicht waren sie auch gebogen.
fragt mich nicht. Vielleicht waren die ähnlich wie die Häufeldelle hinten dran, vielleicht wurden die auch nach außen gebogen, dass die quasi die Erden so ein wenig nach außen gezogen haben. Ja, da rätsel ich ein wenig. Ich weiß nicht, wie sie sein müssen, wie sie gehören. Hab leider keine Anleitung zu der Maschine. Kann aber ein Grund sein, dass er schlecht arbeitet. Der Anne, der hat Rohre, die gehen bis Nunde. Vorne und die Rohre ist wie so ein Pfluch dran beim Annen. Und dieser Pfluch, der ackert dann quasi ein Furchen voraus. Ich habe schon überlegt, vielleicht aus Federstahl Dode und das Rohr auch wie so eine Art Fluchnoze machen, schmeißt die Dinge da ganz raus und mache auch wie so ein Federstahl Arm runde und unten links und rechts so Schäler selber gebaut, der dann in den Boden eingreift und quasi dort den Boden so vorausschlitzen tut, an Schlitzen einmacht. Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Jetzt will ich einmal schauen, ob das so funktioniert. Und ja, Umbauer kommen immer noch. Und wenn es gar nicht ist, ja, dann kommt halt die Maschine wieder weg, wenn es einem gar nicht gefällt. Ist ja, wie gesagt, neu. Hatte ich ja vorher nie. Immer nur den Halbautomaten verstoll. Und jetzt haben wir einen Vollautomaten und der ist halt ein bisschen anders. Und dann muss man halt probieren. Und ob der gut ist oder nicht gut ist, das sehen wir dann, wenn die Äpfel im Boden sind und wenn sie wachsen oder wenn sie nicht wachsen. Ist natürlich blöd, weil der Boden heuer auch ein bisschen ungünstig ist, aber wer wird sehen. Ihr müsst entschuldigen, ich bin Perfektionist, ich habe normalerweise in jedem Loch einen Äpfel drin liegen. Und wehe, wenn nicht, da bin ich empfindlich. Ja, da waren jetzt einige sagen, dass der Vollautomat für dich verkehrt, aber ich bin halt so. Und lieber schaue ich fünfmal nach, als einmal zu weg. Aber bislang gefällt mir das Arbeitsergebnis doch besser. Der Guten ist besser, die Häufeldelle hinten wenn nicht gut. Ich schließe aber fast ein wenig drauf, das Licht jetzt dran, da fällt hinten ein wenig Ballast. Da sind ein paar Äpfelsäcke hinten drauf. Weil die Häufeldelle hinten, die waren einfach nur durch Federn vorgespannt. Die Federn, die sind da. Da und da. Und die knietschen die in den Boden rein. Mehr oder minder ist auch ein gewisses Eigengewicht dahinter. Und ich habe irgendwie so ein wenig das Gefühl, das Eigengewicht, das langt nicht ganz. Ich zeige euch da mal die Reihe. Also, er häufelt schon zu, aber anders als beim Halbautomaten fällt halt das nötige Gewicht
quasi, wenn jetzt da eine draufsteht, hätten wir das nötige Gewicht. Und wäre noch mehr Last drauf, dass der halt ein wenig tiefer reinknietscht und die besser im Boden verteilt. Die Idee wäre natürlich, ich könnte jetzt am Oberlenker ein bisschen länger drehen, aber ob das was bringt, weil der ja wie gesagt von auch gefedert ist, eher nicht. Normal muss ich ja irgendwie eine Person mitnehmen. Das ist ja ein Grund, warum das Brett da ist. Aber sonst wäre es schon besser. Ich meine, häufeln muss ich eh noch einmal. Das da oben ist wascht. Da fallen jetzt keine Äpfel rein. Die auch komischen Schorsen hat jetzt eben auch besser. Also man sieht schon die Rammer da ein wenig an Chrom frei. Da, wo die Äpfel reinfallen sollen. Aber, ja, naja. Wie gesagt, das ist halt ein Vollautomat. Das ist was anderes. Kenne ich so nicht. Schauen wir mal. Gerade auf einer heißen Spur, vielleicht hilft es. Die Legedelle sollten ein wenig tiefer in einen Boden rein, das wäre schön. Außerdem wäre schön, wenn sie ein wenig enger zusammenstehen. Ich weiß nicht, ob ihr da die Schrauben erkennt. Die Wellen da mit dem Legedelle ist mit der Schraube fixiert. Ich könnte sie eventuell ein wenig weiter rein schieben und eventuell, die ist geknickt da innen. Ich soll ja den Legedeller quasi, dass es ein wenig schräg steht, dass er die Erden von der außen nach da innen befördert. Ich bin am überlegen, wenn ich die ein wenig drehe, dass quasi das Eisen da dann ein wenig tiefer kommt, gerade. Dann muss er da ein wenig tiefer reingehen. Gut, ich habe kein Gewicht, aber es könnte unter Umständen könnte es eine Lösung sein. Alternativ wäre natürlich noch, da mehr Gewicht draufpacken. Ihr seht, da sind Zahnräder drauf. Die hat der Vorbesitzer schon draufgestellt. Das hat alles ein wenig Gewicht, aber halt nicht wirklich viel. Also was war das Ding hoch? 5 Kilo vielleicht. Das ist zu wenig. Und vielleicht, wenn ich da mehr Gewicht drauf bringe, Äpfelsektor hinten drauflegen. Hey, überleeren. Das ist blöd, in die letzten Reihe, wenn es dann leer war, das ist scheiße. Aber das wäre jetzt so die Überlegung, wo ich jetzt gerade ein wenig so am Spekulieren bin. Das könnte vielleicht helfen. Lege ich die Reihe fertig oder nicht? Mittendrin aufhören ist irgendwie blöd.
mal, zählst du die Ballen oder was? Thank you.
So Freunde, jetzt haben wir mittlerweile Mittwoch, den 27. Ja, ich habe zum Mieslachen vorhin nicht viel gesagt. Das war ja abends dann eigentlich schon recht spät. Anfangen haben wir schon ziemlich knapp, aber naja. Habe auf jeden Fall ein bisschen am Mieslachen gefahren. Zumindest daheim einmal ein wenig und da unten muss schnell. Ja, hat irgendwie geklappt. Genau, aber da wird es auf jeden Fall noch mehr Videos geben. Das war mein erster Versuch. Ich wollte gucken, erstens, ob das Fass jetzt richtig dicht ist. Zweitens, die Gruben draußen von meinem Bekannten war jetzt ziemlich voll. Sollte ich einmal ein wenig was heraus da. Das ist, wie gesagt, Wasser und ich habe das ja aufgemixt. Also bei mir im Mieslachenfessel habe ich Mist eingeschüttet. Und dann habe ich auch Wasser drauf gesaugt. Dann habe ich das Ganze durch die exzentrischen Schneckenpumpen ein wenig durchpumpen lassen, bis es gequält war quasi. Und dann habe ich das Zeichen ausgefeuert. Das war der Hahn. Ja, vor das Auto fast getroffen. Ausgerechnet im Moment, wo ich das Ding aufmache, muss der reinfahren. Ups. Ja. Ja, ich habe gefilmt, bis die Kamera halt der Akku leer war. Wenn man natürlich keine sonst Akku weiter hat und alle Akku leer sind, die man einstecken hat, ist das blöd. War aber wie gesagt, eh bloß ein ziemlich kurzes Gastspiel, weil da hat die Zeit ein wenig gefehlt. So, da unten. Am Äpfelbeet schaut es jetzt wie folgt aus. Also wir haben jetzt unten die Belana drin anstecken. Die oberste Reihe, die 8. Reihe, wurde jetzt mitgemacht und die muss ich wieder platt machen. Die wird wieder mit dem Rechen ein wenig glatt gezogen. Und das da, das waren noch ein paar Einstellversuche, die auch, weil die vom Abstand, vom Reiheabstand eigentlich zu weit sind, das gefällt mir nicht. Also die werde ich auch ja, noch einmal rausmachen. Die sind da hin vom Abstand definitiv zu weit. Das waren Einstellversuche. Also ihr seht, die Reiher sind nicht das da, sondern die Reiher sind das und das. Und das wäre definitiv viel zu weit weg. Also mit dem Rechen ein wenig Eimer. Und ja, das waren dann die Biedler. Was mache ich jetzt da? Ich habe jetzt da oben in die Reiher rein. Ich sag mal ein Versuch, ich weiß nicht, ob es was wird oder nicht. Ich habe in die oberste Reihe da nur Zwiebeln. Als Sommer, nicht Steckzwiebeln, sondern rein als Sommer. Sollst du Freiland direkt so aus da können. Keine Ahnung, ob es geht. Ich mache einen Versuch. Zwiebeln sind ja eigentlich relativ ja, widerstandsfähig. Ob das so geht oder nicht. Ja, es ist ein Haufen Grünanteil drin. Das weiß ich schon. Da war halt vorher nur mal. Ja, das nicht. Das ist ja getragen. Mit, ihr seht, leider kommen auch schon wieder die Disteln. Das ist ja ein alljährliches Problem. Es ist so. Naja. Diskutieren wir nicht. Das war ja auch wie groß wie das da. Und das hat man halt leider dann da mit drin. Ja, wie gesagt, oberste Reihe sind Zwiebeln. Von vornherein wird es bis zu dem ersten Hölzler sind es Möhren. Das bis zum zweiten Hölzler da ist Rotkohl und bis zu dem Hölzler da daher ist Weißkohl. Rotkohl, Weißkohl habe ich nicht mit der Maschine gemacht. Das hat die Maschine nicht gemacht, die Möhren schon, aber dann. Das irgendwie, weil die so kugelig waren, ist der durchgerollt, der ist gar nicht hinten rausgekommen. Und jetzt habe ich noch drinnen, wollten wir probieren, das sind keine Rüben, das sind rote Beete. Wollte die Mutter. Probieren wir, ob das da unten was war, das alles direkt so hat. Wir machen einmal einen Versuch. Wenn es klappt, ist recht, wenn es nicht klappt, ist mir es wurscht. Ja. Halt ein wenig was zusätzlich zu den Erbsen und Mais kommt ja dann auch wieder her und Rangessen kommen ja auch wieder her. Und dann gucken wir mal einfach, was es alles ein wenig was gibt, tut. Und dann sehen wir weiter. Wie gesagt, die Ahnenreihe da oder. Das mache ich aber nicht jetzt, weil jetzt ist der Boden nass. Ich kann euch ja mal meiner Schuhe zeigen. Also mit dem Rechen brauche ich jetzt nicht rein, um das wieder glatt zu ziehen. Es hat die letzten paar doch gerenkt. Was natürlich optimal für die Erbsen war. Ich hätte es halt am Samstag noch glatt ziehen müssen, aber ich habe wie gesagt dann einmal ein wenig Mistlachen fahren wollen. Also muss ich es halt jetzt dann einmal glatt ziehen. Aber das ist ja wie gesagt kein Drama. Dann kommen da noch ein paar Reihen Mais her und ich werde wieder ein paar Futterrüben mit rein machen. Das entscheidet sich aber dann, wenn ich die anderen Äpfel gut drin habe. Ich tue erst einmal die 1,5 Zentner Ditta und die 1,5 Zentner Lilly noch in der Buden rein. Zusätzlich zu dem Zentner Belana, der jetzt da unten ist. Und dann können wir immer noch weiter schauen, was wir an Mais und Rüben machen. Weil das Feld ist eigentlich relativ groß, es ist größer wie letztes Jahr.
Bloß bevor ich jetzt da anfange, ich drücke jetzt den Mais rein und dann langt mir es vielleicht für den Äpfel, ne? Dann ist ein wenig blöd. Also ich muss erst einmal gucken, ob ich noch Saatgut habe, weil ich bin mir gar nicht sicher. Ich hätte gedacht, das war noch ein Restler übrig. Muss ich sehen. Weiß ich sehen. Gut, jetzt legen wir mal los, dass das da noch reinkommt. Und dann schauen wir weiter. Da sind noch Skallen hin. Scheiße, das haben wir auch schon lange nicht mehr geguckt. Die obligatorische Stelle noch Skallen. Ich habe Haie richtig Glück gehabt mit dem Getrau und mit der Frage. Ja dann, zusammenkratzen die Ecken. Schwere. Hat sie gelohnt. Aber gut. So, die Rute Beete ist drin. Die Dübbelmaschine ist auch schon mal wieder aufgeräumt. Oder Handsägenmaschine. Wie müssen den Namen möchten. Einzelkorn-Sägenmaschine. Ja, für Bulldog wäre mir die Liebe. Aber es geht mit der auch. Für sowas wie Gemüse. Das langt. Ja, wie gesagt, für die Äpfelsteckmaschine, wer sich da fragt, warum braucht ihr so lang, das ist doch nicht Sinn und Zweck. Ich bin halt ein wenig genau und ich habe das Ding erst eingestellt, also es hat alles ein wenig länger gedauert, gebe ich ja zu. Ich bin, was Äpfel angeht, eigentlich immer recht der Perfektionist, weil ich möchte es immer möglichst pingelig genau haben. Da sollen keine Äpfel fällen, da sollen keine Fehlstellen sein. Klar, bei einem Vollautomaten kann es passieren, kann aber im Halbautomaten passieren, es verklemmt einmal oder was der Teufel. Aber da bin ich halt so. Auf jeden Fall, ja, das
Einstellungssache, muss man irgendwas umpoppeln und machen. Das kriege ich aber gar auf die Reihe, denke ich. Ja, ansonsten würde ich sagen, für das Video war es das. Ich habe jetzt mal geschaut, also Rangessen Sommer habe ich noch ein wenig, ob der noch gut ist, den habe ich schon recht lang. Schauen wir mal. Uma! Uma! Vogel! Nicht, dass die Hühner kommen, das ist schon klar. Die zwar. Ja, das ist auf jeden Fall. Dummes Halbwickler. Ist auf jeden Fall alles erst einmal so Einstellsache. Das andere Radzeichen ist drin. Mistlachen war ich auf jeden Fall nochmal vorhin. Also es könnte Ring gewesen sein, es könnte auch sein, dass ich jetzt das gefahren habe, dass es das welche. Vielleicht hängt da alles zusammen, keine Ahnung. Aber das gefällt mir schon. Da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Also demnächst, wenn ich mehr Zeit habe. Es ist halt immer, entweder das Wetter muss passen oder du musst halt Zeit haben. Wenn es dann abends ab 6 Uhr zugeht, dann brauchst du auch nicht. Wenn Samstag abends um 6 Uhr mit dem Fußwung dann vorne und die Leute vorbei, du musst auch grillen, das ist dann auch nicht unbedingt so schön. Und irgendwann nervt es dann auch, deswegen habe ich gedacht, da brich ich ab. Da hat ja im Endeffekt erst einmal gelangt. Aber da wird heute noch mehr kommen. Ich werde mir noch 2 IBC-Container organisieren. Dann mache ich mir wieder Grußerladungen Brennnesseljauche an. Pro IBC-Container schaffe ich 3 bis 4 Fässler voll. Mit meinem unten auch 3 bis 4. Also je nachdem komme ich auf 9 bis 12 Fässer, wo ich rausfahren kann, wo ich verteilen kann. Und dann halt das, was ich mir selber anrühre. Und schauen wir einfach einmal. Genau. Na, für dieses Video würde ich sagen, das war's dann erst einmal. Machen wir mit dem nächsten dann wieder weiter. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin. Ich wünsche euch was und Servus la.